Okay, herzlich willkommen Leute zu Kapitel 14 in the Town of Light. Ich habe keine Ahnung, was das in der Grundschule war, wo auf einmal alles dunkel geworden ist. 4. Mai 1942. Bei der Patientin gab es in der Vergangenheit Anzeichen von Suizidgedanken. Es blieb jedoch bei der Absicht. Gestern hat sie sich eine Schere mit der Spitze in den Bauch gestochen und dabei stark verletzt. Beruhigungsmittel verabreicht, festgebunden und in Einzelzelle verlegt. 10. Mai. Zur Beobachtung in die Abteilung Unruhige Geisteskranke verlegt. Isolierzelle, Insulinkur. 25. September. Sie spricht gut auf die Kur an. Sie beantwortet Fragen und erinnert sich an das, was geschehen ist, will aber nichts erklären. Laut ihrer Angabe hat sie Gedächtnislücken. Es fehlen ihr ganze Tage, von denen sie nichts mehr weiß. Sie zeigt sich ängstlich, möchte beruhigt werden. Sie glaubt, monströse Dinge getan zu haben, in der Zeit, an die sie sich nicht mehr erinnert. In der Zeit, an der sie sich nicht mehr erinnert. Also manchmal bewegt man sich halt wirklich sehr langsam und dann verhält sich auch die Kamera irgendwie anders. Okay. Jetzt sind wir hier irgendwie in einem Bereich, wo... Keine Ahnung. Halb eine Baustelle vorhanden ist. Restaurierungsarbeiten im Gange sind. Oder... Hier sind wir ja rausgekommen. Ja. Gibt es noch einen Weg, den wir nehmen können? Was? Hier ist alles am Zerbröckeln. Ich kann in dem Spiel auf einzelne Kapitel wieder zurückgreifen, weil das mit der Grundschule ist wirklich ein bisschen... Wundert mich schon, was da jetzt genau passiert ist, weil es schien ja so, als ob wir 17 Bilder sammeln sollen, aber auf einmal, als ich den Gang gegangen bin, wo alles dunkel war, dann, ja. Was ist denn das jetzt hier, ey? Sieht ja fast alles gleich aus. Soll ich überhaupt hier hin? Durch diese Ruine laufen? Ja, irgendwohin bewege ich mich ja, oder laufe ich... Hier ist noch irgendwas. 11. November 1942. Die Patientin spricht wenig, verweigert das Essen. Sie wird über Nasenkanüle ernährt. 2. Februar 1943. Der Mangel an Heizöl und Nahrungsmitteln fordert viele Opfer in der Anstalt. Der Krieg macht vor niemanden Halt, noch nicht einmal vor diesen Irren. Obwohl sie noch jung ist, erkrankte auch diese Patientin wegen Kälte und Unterernährung. Wegen Kälte und Unterernährung. Hier scheint es nicht wirklich lang zu gehen. Nein, das ist kein Weg. Und das hier ist nur ein einzelnes Zimmer. Aber hier sieht es auf jeden Fall ganz anders aus. Hier haben wir jetzt überall... Ja, so als würden sie den Laden dicht machen oder was. Aber, keine Ahnung. Hä? Wo soll ich denn jetzt hier weiter? Ah, okay, ich kann auch hier drüber steigen. Nee, da nicht, aber hier rein. Und da ist ein Filmprojektor. Kein Tonband. Im zweiten auch einlegen? Nee. Hier drin lacht keiner. Ich meine so richtig fröhlich lachen. Nicht dieses Gelächter der Irren, die lachen, weil man sagt, dass sie verrückt sind. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum sie loslachen. Sie sagen ja, dass ich auch verrückt bin. Aber ich muss nie lachen. Vor einer Zeit haben die Leute über mich gelacht. Aber wissen Sie, die hatten ja recht. Man kann doch nicht immer nur weinen.
Dann lacht man eben, weil man Angst hat. Stimmt, oder? Dein Pech. Sowas passiert mir nicht, zum Glück. Alles nur Gerede, um zu glauben, dass sie besser dran sind. Aber da braucht man nicht beleidigt zu sein, weil das stimmt. Weil das ist, als ob sie Mitleid hätten. Dann aber denkt man sich doch, lacht und glaubt, dass man besser dran ist, dass alles vorbeigeht, dass das hier ein Drecksloch ist. Das hier ist ein einziges Drecksloch. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es nicht stimmt, oder? Sie sind intelligent, gebildet, nicht wie ich. Und wenn ich merke, dass es hier ein einziges Drecksloch ist, dann haben sie es doch schon längst begriffen. Nein, stimmt nicht. Nein, nein, nein. Mir geht es gut hier, wissen Sie? Eigentlich kann ich hier machen und sagen, was ich will. Geht es jetzt hier weiter noch, oder? Das ist ja eigentlich noch ein zweites Band. Aber jetzt hört es auf zu drehen. Nö, das scheint nur das eine Tonband gewesen zu sein. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ja, das mit der Grundschule, das könnte ich dann nochmal ausprobieren. Ein Telefon. Die Taschenlampe haben wir auch nicht mehr. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Kommt mir schon fast vor, als würde ich hier rumschleichen. Im Vergleich... Volterra? Hat ja nicht unbedingt viel gezeigt, dieser Film hier. Oh, dieses Telefon hier so voll nervig rumklingelt die ganze Zeit, ey. Ja, ist ja gut, ey. Hier ist das Telefon. Hört einfach auf. Ein Telegramm. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P. Onofrio P. Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles so gedämpft, so langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut.
Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Die Mutter ist tot. Das Direktorzimmer, wie man hier so erkennen kann, direkt die Rettore. Und nun ist auf einmal diese Tür hier offen. Wir werden hier auf jeden Fall durch die letzten Momente der Geschichte geführt. Hier liegt ja wirklich alles in Trümmern. Die ganzen Sachen da rausgeräumt. Das sieht aus wie Aktenordner oder. Ich weiß auch nicht, oder. Ich weiß es nicht. Nur das mit der Grundschule, das hat mich auf jeden Fall, finde ich, ein bisschen komisch. Aber manchmal ist das ja eigentlich auch mit Absicht so komisch gemacht, weil man sich das dann halt nochmal anschauen soll. Man diese 17 Teile da einsammeln kann. Okay. Jetzt bewege ich mich wieder ganz langsam. Und dann verändert sich dann auch, wie man die Kamera benutzen kann, beziehungsweise den Sichtwinkel. Wollte ja. Den Aufzug soll ich wohl nicht nehmen. Das ist verschlossen. Das ist ja da, wo wir eigentlich hergekommen sind. Aber hier gibt es eine Treppe. Okay. Jetzt geht's nach draußen. Hier liegt alles in Trümmern. Sollten wir vielleicht noch die Möglichkeit nutzen, diese Räume hier uns anzuschauen, bevor wir nach draußen gehen. Aber hier ist ja eigentlich nichts. Ne, vor allem im Schildkrötengang. Ein Fahrrad. Okay. Das wollen wir uns wohl nicht anschauen. Jetzt bin ich eigentlich wieder relativ planlos. Normal kann man ja auch um Hilfe bitten, indem man mit René einfach spricht, aber hier gibt es anscheinend nichts zu sagen. Außer irgendwie hier das, wo man das dann zugemauert hat. Nee, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Vielleicht mal einfach versuchen, jetzt hier das nochmal durch dieses Tor zu verlassen. Nö, auch nicht. Sonst war ja nichts. Wir sind ja von da hinten gekommen. Dann bleibt nur noch dieser Teil. Nur noch dieser Teil übrig. 5. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin, Dauer 6 Monate.
2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. 4. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Oh Mann, da wird sie nicht entlassen, weil sie ja keine Wohnung und sonst nichts hat. Und auch keine Verwandte mehr. Und jetzt kommt es zu einer, was auch immer, transorbitalen Lobotomie? Und das ist wohl der Raum, wo das hier durchgeführt wird, oder was? Kapitel 15. Die Hirnoperation oder Lobotomie verbreitet sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik, naja. Oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalin die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Oh mein Gott. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn dies sehr häufig vorkam. Moniz erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin, da in den 50 Jahren das Medikament... Sag mal, ich kann es nicht lesen. Oh Gott, ey. Kann man sich ja gar nicht angucken, so ein Scheiß. Nee. Ja, genau. Für sowas kriegt man einen Nobelpreis. Oh, hab ich ja richtig verstanden, oder? 10. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte.
Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen, um all dies zu verhindern. The Town of Light. Hab mich schon immer gefragt. Die Stimme kenne ich doch. Von der Frau, von der jungen Frau. Es ist Pandoria, denke ich mal. Weil das war jetzt am Ende. Da habe ich schon immer so vermutet. Also irgendwie kenne ich ja die Stimme. Pandoria. Die gehört ja zu Kronk. Und es war jetzt auch Kronk am Ende, der das jetzt übernommen hat, den Doktor zu synchronisieren. Oder wie man es auch nennen soll. Ja. Oh Mann. Üble Geschichte. So war es mal. Zum Glück wird sowas nicht mehr gemacht. Nicht mehr so einfach. Und diese Menschen so zu behandeln. Ganz schön harte Geschichte, ja. Oh Mann. Okay, Leute. Das war's mit The Town of Light. Ich probiere das noch mit der Grundschule, wenn da irgendwas Besonderes zu machen ist, dann mache ich das nochmal in einem separaten Video. Ansonsten sage ich nur eins. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht genau, ob das, naja, das kann man nicht wirklich sagen bei dem Spiel, ob es einem gefallen hat. Ja, bis dann. Wird ja nicht auf einmal hinter mir dunkel, oder? Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal 4 Bilder. Hier schon mal das 5. Ein schwarzer Vogel pickt sich Fressen aus meinem Kopf. Darum tut er auch so höllisch weh. Ein schwarzer Vogel. Mann, was kreischt denn das da so rum, ey? Oh, jetzt geht's aber ganz schön tief runter. Es gibt hier keine Dunkelheit. Hä? Es wird auf einmal alles wieder dunkel, ey. Gehen wir doch nicht auf den Sack.